Hello people! Willkommen zurück zu Let's Play Super Sequel 2. So. Das ist jetzt mal hier stehen geblieben. Stirb. So, jetzt haben wir hier die Feder. Plopp. Plopp. Okay. Also, und hier kann man nicht weiter runter. Das ist einfach nur ein Raum mit Wasser. Okay. Und ich weiß jetzt nicht, was diese Türen wollen. Bringen die mich alle in unterschiedliche Räume? Ich gehe erstmal ganz nach hinten, um zu gucken, wie viele Türen wir hier haben. Ups, Hilfe. Ja, du sollst Feuer spucken. Und dann gehen wir hier rein. One-Up. Okay, gibt es ein One-Up? Okay, und dann muss ich wahrscheinlich da irgendwo in die Mitte. Da scheint auch eine Plattform zu sein. Okay, dann nehmen wir jetzt mal die zweite. Das zweite Ding hier. Okay, da ist noch eine Tür. Interessant. Also dann vermute ich mal, dass man in diese andere Tür rein muss, da, die da ist. So, jetzt unter diesen Swamp unter, drunter weg. Also die Bleistifte des Todes, die sind natürlich auch wieder am Start. Ein bisschen nervig. Okay. Also vor den Bleistiften des Todes, die Tür muss man nehmen. Merken, merken, merken bitte. Okay. So. Hui. Also nee, hier, die ist es. Ja genau, die. Hinter den Bleistiften des Todes. Und dann ist man hier in einem weiteren Raum. Zack. Okay, und hier haben wir eine Feder. Zack. Hilfe. Okay, damit hätten wir das Fortress geschafft. Jetzt würde das fünfte Castle kommen. Plopp. Boah, Hilfe. Zack. Hilfe. Zack, aua, aua, aua. Stirb. Zack. Okay, komm her, du mit Waypoint. War. Okay, und dann haben wir jetzt schon den Boss, also das war wieder relativ kurz hier und einfach. Zack. Zack. Und du bist tot, danke. Ja, Mario sprengt sich jetzt selber in die Luft, so wie immer in jedem Hack, der irgendwie die Originalstory verwendet. Und dann haben wir hier das Ding hier, Number One. Okay, die Geisterwelt. Also ich glaube, hier haben wir zum ersten Mal Palettenänderungen. In einem Sigworld. Also eine Custom-Palette. Zack. Aua, scheiße. Nicht diese Mistviecher, bitte. Aber offenbar doch. Kommen diese Mistviecher nicht drumrum. Zack. Hilfe.
Also, ich dachte, da könnte man rein, aber nee, man muss weiterspringen und dann ist da das Ziel. Okay. Ja, hier gibt's... Ah! Okay. Ja. Jetzt hole ich wieder Federn. Das kann einen Moment dauern. Weil ich immer noch nichts Besseres als dieses Level hier gefunden habe. Na gut, dieses eine Level mit diesen Dingern, aber da kann man sich keine zwei Federn holen. So einfach, da muss man da zweimal reingehen. Deswegen habe ich jetzt diese quasi Top-Secret-Area nicht genommen. So. Dann machen wir das Level hier. Also, und diese Geister, die sind nur teilweise sichtbar. Das ist doch wieder scheiße. Uah. Klopp, klopp. Okay, und das ist fies. Da braucht man sogar einen Yoshi oder irgendwie sowas oder muss irgendwie anders mit der Feder hinfliegen. Weil anders wüsste ich nicht, wie ich da drankommen soll, außer mit Yoshi irgendwie. Ah ja, da hat sich schon mal die Frage beantwortet, wo jetzt der erwähnte Yoshi ist. Ich glaube, das müsste man theoretisch auch ohne Feder hinkriegen. Wäre nur mit Feder, glaube ich, einfacher da. Weil man da kontrollierter fallen kann. Ja. Dankeschön, Kollege. Zack. Hallo, Yoshi. Ah! Nein! Mir wird jetzt eiskalt das Ding geklaut. Nein. Hallo Midway Point. Yay. Boah, was? Okay, hier haben wir jetzt offenbar so eine Fallplattform auf der untersten Stufe da irgendwie, oder? Und jetzt haben wir schon wieder unsichtbare Geister. Okay, ist das ein Bug, dass jetzt irgendwie notdürftig irgendwie zu einem Gimmick umfunktioniert wurde? Oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen mit diesen unsichtbaren Geistern? Oder ist das von Anfang an so gewollt? Das bezweifle ich irgendwie. Wow. Ja, toll, danke. Ja, und da wurde ich offenbar wieder von einem unsichtbaren Geist erwischt. Das ist doch scheiße. Zack. Ups. Okay, das geht sogar so. Ist nur ein bisschen risky. Okay, und jetzt haben wir hier eine Höhle mit einer ziemlich misslungenen Palette, möchte ich sagen. Und bei der man irgendwie da durch Geisterringe springen muss. Uah! Scheiße. Also dieser Eevee war jetzt da völlig unerwartet da platziert. Finde ich ein bisschen fies hier. Yoshi! Na gut, ich muss gar nicht da rechts ins Ziel, sondern kann auch einfach rausgehen. Das kürzt das Ganze ein bisschen ab. So. Na gut, so geht das Ganze auch. Wird jetzt nur ein bisschen knapp mit dem Runtergehen. Ja, genau das meine ich. Uah. Ja.
Okay, da ist der scheiß Eerie, der mich getötet hat, weil ich den da einfach aus der Lava nicht erwartet hätte. Und da unten könnte theoretisch was Secret Exit-mäßiges sein. Aber da wollte ich jetzt... Ja, da unten ist tatsächlich was, dann springen wir da doch hin. Wobei... Bah. Also, das ist ein Kandidat für das Secret Exit, können wir schon mal sagen, auf jeden Fall. Da oben ist auch irgendwas. Okay, Fishing Boo. Ich hasse Fishing Boo. Okay, ich bin jetzt aber irgendwie drüber gekommen, ohne von dem getroffen zu werden. Okay, und jetzt ist Fishing Boo schon wieder weg. Je früher, desto besser. Okay, jetzt haben wir hier solche komischen Eerie-Springpassagen. Also hier so eine Mischung aus Geisterring warten und diesen Viechern ausweichen. Naja. Und Röhren auf Stein sind auch irgendwie nicht so das Wahre. Zack. Okay, dann werden wir uns jetzt hier an das Secret Exit machen. Wow! Nein! Okay. Zum Glück habe ich die Feder. Sonst wäre das, hätte ich das, wäre das jetzt der sichere Tod gewesen. Okay. Boah. Okay, und jetzt weiß ich ja, dass ich da unten hin kann. Ja. Genau das habe ich mir gedacht, dass da nämlich noch ein Lavastück ist und dass ich da nicht mit der Feder hin kann. Deswegen wollte ich erstmal da das Normal Exit Ding machen. Zack. Okay, ich glaube, können wir die Viecher da was anhaben. Okay, an der Stelle kann ich irgendwo fliegen hier eigentlich. Ja, kann ich. Ja. Wow, hier ist sogar ein Ding. Ein B-Switch. Okay, ich glaube, da kommt man nur zum Ziel, oder? Ich habe da eben, glaube ich, eine Röhre links gesehen oder sowas. Dann würde ich den B-Switch eher da drücken. Wow. Tatsächlich. Dann haben wir das hier. Ja. Okay, dann haben wir als nächstes das Level hier. Also dieses Spezialding, das völlig optional ist. Da, und jetzt haben wir eine Ice Cave. Ich glaube, diesen Leveltypus hatten wir auch noch nicht in diesem Hack. Zack. Hilfe. Zack. Okay, Leute, damit wäre das hier geschafft. Das war eigentlich ein kleines, unterhaltsames Level und das nicht sonderlich schwierig war. Okay, jetzt haben wir hier orangenen Background. Hier. Hoch. Okay, jetzt sind wir hier in irgendeinem Raum. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Raum wir hier sind. Okay, es sieht so nach einem regulären Weg aus. Ja, genau deshalb wollte ich jetzt erstmal den hier machen, um unangenehme Überraschungen auszuschließen. Ja, apropos unangenehme Überraschungen, wir sollten uns erstmal hier Power-Ups holen, damit eben sowas ausgeschlossen wird.
diese Pflanzenkombinationen sind schon irgendwie mies platziert. Zack. So. Dann machen wir das hier nochmal. Ja, das hat ja diesen wunderschönen orangenen Hintergrund. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Kann ich hier jetzt in jede Röhre rein? In die kann ich zumindest nicht rein. Okay, das ist so ein Ding, wo es unterschiedliche alternative Wege zu geben scheint. Aber wenn man mal bedenkt, dass das ohnehin wahrscheinlich das letzte Level für diesen Part ist. Hups, Hilfe. Und ich in keine andere Röhre hier jetzt rein kann. Na, das ist so ein Castle, das in der Form eigentlich auch in der Röhrenwelt hätte sein können. Würde ich den anderen Weg auch noch zeigen. Das sollte dann der Ende des Satzes sein. Auch wenn er jetzt ein bisschen verloren gegangen ist. Ja. Zack. Aber ich mache den anderen Weg jetzt trotzdem noch in voller Länge. Einfach irgendwie der Vollständigkeit halber. Also dann nochmal hier. Okay, ich kann in das Castle Fortress offenbar nicht mal rein. Dann lassen wir das halt. Bis dann, Leute. Ciao.